Hallo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Wir haben heute im Prinzip zwei Themen dabei. Das eine Thema dürfte ungefähr 100 Millionen PS4-User und PS3-User begeistern. Nach 12 Jahren Wartezeit bekommen wir heute endlich die Möglichkeit, unsere PlayStation-Namen zu ändern. Es wurde eben gerade auf Twitter und auf Instagram von PlayStation Official, also der offiziellen PlayStation-Seite, bestätigt. Was ihr dafür machen müsst, zeige ich euch jetzt einmal ganz kurz. Ihr geht einfach ganz normal in euer PlayStation Hauptmenü, dann habt ihr ja die ganzen Games, die ihr irgendwie immer zockt auf einer Reihe. Ihr geht hoch zu Einstellungen, das ist das zweite von rechts, auf Kontoverwaltung, das habt ihr direkt vor euch, dann auf Kontoinformationen, das habt ihr auch vor euch. Und dann habt ihr ganz viele Unterbutton, wo ihr noch einige Sachen über euer Konto ändern könnt. Unter anderem könnt ihr eure Anmelde-ID ändern, eure Sicherheit, euer Guthaben, euer Profil und, und. Und wenn ihr mit dem Update, das kommt heute Abend bei euch auf die PlayStation, auf Profil geht, dann habt ihr nachher den zusätzlichen Reiter. Ich habe das Update jetzt noch nicht, ich konnte es ja aber in der Beta vorher schon einmal umändern. Deswegen habe ich jetzt ein YouTube am Ende von meinem Namen. Ihr könnt den Namen so viel ändern, wie ihr wollt. Das erste Mal Namen-Change ist kostenlos für euch. Ab dann kostet es immer 9,99 € und wenn ihr PlayStation Plus Mitglied seid, 4,99 €. Ihr habt dann ab heute Abend die Möglichkeit, euren PlayStation-Namen so zu ändern, wie ihr das wünscht. Das soll aber natürlich noch nicht alles sein, denn das wäre leider nur ein sehr, sehr kurzes Video und ich habe nämlich was sehr, sehr Interessantes für euch dabei. Erstmal vielen, vielen Dank für den Support auf dem letzten Video über das Treyarch-Interview. Das ist wirklich absolut viral gegangen und ich finde, es ist auch in Ordnung so, denn die Missstände, die wir da mittlerweile haben, die muss man einfach ansprechen und natürlich spiele ich das Game auch nach wie vor. Es gibt so ein, zwei Sachen, da muss ich mal kurz drauf eingehen, bevor wir zum Thema kommen. Nämlich, ihr habt es so ein bisschen im Thumbnail gesehen, es läuft darauf hinaus, dass die Spezialisten komplett entfernt werden. Es gab gestern ein neues Update, beziehungsweise waren das Sachen, die im Update, im letzten Update schon automatisch mit drin waren. Sowas wie infiziert als neuer Spielmodus. Der DKN hat einen neuen Buff bekommen, die 4-Shot-Kill-Range ist jetzt verbessert worden, dafür ein bisschen mehr Rückstoß. Was aber viel, viel wichtiger ist, und zwar in CWL und in League Play sind die Spezialisten nicht mehr mit der Zeit verdienbar. Im Multiplayer zum Beispiel oder auch in CWL konnte man ja theoretisch auch einen Hund bekommen, wenn man 0:16 stand, einfach weil der Hund sich mit der Zeit aufgeladen hat. Das gibt es ab jetzt nicht mehr. Darauf kommen wir gleich zu sprechen, was das bedeutet und warum das so geändert wurde. Das ist ja schon wirklich ein krasser Change zu dem, was wir bisher hatten. Erstmal sehr, sehr wichtig für mich, weil einige Leute gesagt haben, wie kann ich Treyarch und Black Ops 4 kritisieren und es weiterhin spielen. Zum einen im Schwarzmarkt, ich kaufe mir nichts im Schwarzmarkt, nichts. Ich habe für dieses Game außer dem normalen Preis am Anfang keinen einzigen Cent ausgegeben. Ich habe das Spiel ganz normal vorbestellt, so wie viele andere auch. Ich habe mir keine Cord Points gekauft, ich habe mir keine Waffenskins gekauft, keine Sticker, keine Tarnungen. Ich spiele das Spiel, weil es mir unglaublich Spaß macht und weil ich es wirklich feiere. Und ich kritisiere es aus dem einfachen Grund, dass ich mit meinem YouTube-Kanal, so wie andere YouTuber, einfach eine Plattform habe mit Zuschauern, mit Abonnenten, mit Fanboys, mit allem drum und dran, aber mit Leuten, die sich Gehör verschaffen können. Und wenn wir alle einfach so tun, als wenn uns das alles egal wäre und jedes Mal mit dem Totschlagargument kommen, dann kauft doch nichts. Dann werden wir keine besseren Spiele bekommen, weil Treyarch und Activision der Auffassung sind, dass es so, wie sie es machen, absolut perfekt läuft. Genauso wie die neuen Entwicklerstudios jetzt die nächsten Jahre. Jetzt erst Infinity Ward dieses Jahr und danach Sledgehammer. Ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass man, wenn man die Möglichkeit hat, sich irgendwie Gehör zu verschaffen, dass man das auch tun sollte. Für mich sind es absolut auch, es ist auch gar keine Frage, dass ich versuche und gucke, wie viel Einfluss jeder Einzelne irgendwie nehmen kann. Entweder wir machen klar, dass es so nicht mit uns läuft oder wir nehmen die Spiele so schlecht, wie sie teilweise vielleicht sein mögen, weil wir eben unsere Stimme nicht erheben. Deshalb Leute, ich spiele das Spiel super, super gerne und trotzdem sehe ich für mich absolut die Pflicht zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Und der größte Kernpunkt bei dem Ganzen ist, ich spiele das Spiel zwar sehr gerne und natürlich muss ich mir aus dem Schwarzmarkt nichts kaufen, aber wenn Core-Content, also Content, der in das Spiel, das wir so schon gekauft haben, originell eigentlich reingehört, wenn das hinter Supply Drops und Schwarzmarktkäufen versteckt wird, damit man zusätzlichen Content irgendwie noch für Geld anbieten kann, dann ist ein Punkt erreicht, wo ich ganz ehrlich sagen muss, bis hierhin und nicht weiter.
Was wir aber gestern mit dem Update bekommen haben, für viele von euch, für mich auch, ich mag den Modus total gerne. Infiziert ist der neue Spielmodus, der jetzt offiziell drin ist. Ihr könnt aktuell leider nur mit 12 Leuten, soweit ich das gesehen habe, in einer Lobby spielen. Ich weiß noch aus Ghost-Zeiten, ich bin mir bei der Zahl nicht mehr sicher, bitte korrigiert mir, schreibt das sonst unten auch ruhig in die Kommentare. 18 oder 24 Spieler war bei Call of Duty Ghost damals bei Infiziert möglich. Es ist im Prinzip ein Modus, für die sie es vielleicht noch nicht kennen. Einer am Anfang der Runde wird durch Zufall der Infizierte mit einer Kampfaxt und trägt dagegen, wenn ihr nicht der Infizierte am Anfang sein wollt, joint, wenn ihr in dem Spiel joint, einfach etwas später rein und wählt nicht sofort den Spezialisten aus. Unter Umständen könnte das vielleicht klappen, ich habe es noch nicht ausprobiert, ist vielleicht aber auch Unsinn, lassen wir das auf jeden Fall. Einer ist der Infizierte mit einem Wurfmesser und einem normalen Messer in der Hand, beziehungsweise einer Kampfaxt und einem normalen Messer. Und das Ziel des Ganzen ist, möglichst alle anderen, die Waffen haben, ihr könnt zwischen 6, 7 oder 8 verschiedenen Waffen auswählen am Anfang, möglichst viele zu infizieren, so dass ihr am Ende nur noch Infizierte seid. So eine Art Walking Dead, nur dass ihr relativ schnell unterwegs seid. Macht absolut Spaß, ist wirklich unterhaltsam, ist nicht so verschwitzt. Man kann coole Punkte sich auf Maps suchen, coole Spots. Vielleicht mit dem Ruin irgendwie eine gute Möglichkeit finden, ich weiß es nicht. Ich habe schon bei Fireman dran gedacht, dass man oben auf den Turm kann mit Ruin. Müsst ihr gucken, wie ihr den Spielmodus am besten spielt. Ich bin kein ausgewiesener Infiziert-Experte. Ich wollte euch nur einmal kurz die Info darüber geben, der Modus ist definitiv online. Bare Bones, das heißt unser abgespeckter Modus ohne Spezialisten, ist nach wie vor in den vorgestellten Modi. Das heißt, sie haben ihn nicht rausgenommen. Die Spielerzahl wird die letzten zwei Wochen so hoch gewesen sein, dass sie sich nicht erlauben können, den rauszunehmen. Also vielen, vielen Dank an die gesamte Community, die diesen Modus absolut gefeiert hat. Und jetzt kommen wir zu dem wirklich wichtigen Kernthema und zu dem, was ich absolut, und das muss ich euch ganz ehrlich sagen, irgendwie nochmal, ich sag mal, näher bringen wollte. Und zwar, wir haben gestern mit dem Update eine Änderung bekommen, die die CWL-Liga und den League-Play-Modus betrifft. Und zwar aktivieren sich oder laden sich Spezialisten seit gestern Abend nicht mehr automatisch mit der Zeit auf in diesen beiden Modi. Was das im Prinzip bedeutet, ist relativ einfach. Und zwar, dass ihr, wenn ihr zum Beispiel in League Play bisher in Recon gespielt habt, mit 10, 12, 14 Kills, habt ihr unter Umständen die Möglichkeit gehabt, auch den Sichtpuls zu bekommen, je nachdem wie viel Zeit vergangen ist und welcher Modi es ist. Das ist jetzt so einfach nicht mehr möglich. Ihr braucht für den Recon 2550 Punkte, damit sich dieser einmal auflädt. Das ist eine Menge Punkte, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Das heißt, es wird sich, was League Play angeht, auch in der Meta einiges ändern, genauso wie bei den CWL-Profis. Der Grund, weshalb Treyarch das so gemacht hat, ist, weil die ganzen League Play-Leute und weil die Leute aus CWL, das heißt auch die ganzen Pro Leagues und die World Champs, Optic Gaming, Luminosity, Splice, wie auch immer sie alle heißen, sich darüber beschwert haben, dass die Aufladezeit der Spezialisten so teilweise einfach zu schnell ist. Und das ist ja ein Kernpunkt, den wir hier im Multiplayer schon seit langer, langer Zeit haben. Ich bin ja auch der Auffassung, wenn man 0 zu 15 steht, sollte man nicht das Recht bekommen, eine Kriegsmaschine zu bekommen oder einen Tempest oder einen Hund, der Kills macht oder. Und das Ganze wird, und es garantiere ich euch, die nächsten Wochen darauf hinauslaufen, dass die Spezialisten komplett entfernt werden. So, dass wir im Prinzip hauptsächlich den abgespeckten Modus spielen und dann nur noch als, ich sag mal, Special-Modus, den Modus mit den Spezialistenfähigkeiten. Ich hoffe, und ich habe gestern auf Twitter auch direkt geschrieben, dass es wirklich jetzt auch so kommen wird, dass wir auch im Multiplayer nur noch die Aufladezeit per Kills bekommen und nicht mehr per Zeit. Das wäre, wenn ihr mich fragt, ein riesiger Schritt nach vorne in dem Game und vor allen Dingen um viele Leute, die das Spiel verlassen haben, Richtung Apex Legends, Battlefield 5 oder was sonst für Spiele aktuell rausgekommen sind, um die eventuell wieder zurückzubekommen. Man muss dabei natürlich bedenken, Treyarch wird die Spezialisten so wie sie sind nicht komplett entfernen im Outfit-Modus. Das heißt, die Outfits werden natürlich bleiben. Man wird nach wie vor Spezialisten auswählen können. Aber es wird nur noch die zwei Möglichkeiten nach dem Feedback des Werbungsmodus geben können. Die erste Möglichkeit, sie nehmen die Spezialistenfähigkeiten komplett raus und bieten die Spezialistenfähigkeiten so sonst nur noch in einem kleinen, ich sag mal, vorgestellten Modus an. Oder sie machen es so, dass im Multiplayer jeder Spezialist nur noch verfügbar ist, wenn entweder die Aufladezeit sehr, sehr lang ist und dafür viele Punkte, oder die Aufladezeit ist völlig egal und es zählen nur noch die Punkte.
Beide Möglichkeiten wären für mich komplett in Ordnung, wenn ich ganz ehrlich bin, weil es ein absolut richtiger Schritt wäre, um dieses Spiel mit den Spezialisten besser auszubalancieren. Und wenn wir dann nämlich nur noch die Waffen dazu hätten, das heißt, wenn es nur noch um die Gunplays geht und eventuell die Spezialisten als eine Art Spezialisten-Bonus, wie wir es schon in vielen Modern Warfare-Teilen gesehen haben und wie wir es sogar in Call of Duty Ghosts gesehen haben und wie wir es sogar am Ende in WW2 gesehen haben, dann bin ich der Auffassung, dass wir mit dem Spiel in die definitiv richtige Richtung gehen. Und darauf, muss ich ganz ehrlich sagen, freue ich mich ganz besonders. Denn ich muss euch ganz ehrlich sagen, im League Play, ich habe gestern 2 Runden gespielt. Spezialisten bekommen, weil man viele Punkte gemacht hat, ist definitiv fair und sorgt auch dafür, dass die Leute sich mehr bewegen. Niemand würde sich noch am Anfang irgendwo in die Ecke setzen können, weil er keinen Talk mehr hat, keine Barrikade, keine Stolpermine, kein Stacheldraht. Das machen leider sehr, sehr viele Leute aktuell noch, weil sie am Anfang gleich, vor allem wenn sie dann mit Übertakten spielen, das Ganze so schnell bekommen. Ich würde mich freuen, wenn es so kommt. Es ist natürlich keine Garantie, ich kann das nicht zu 100% bestätigen, dass es so ist, aber definitiv mein Wunsch. Und deshalb würde ich sagen, hoffen wir drauf, dass wir das Glück bekommen. Hoffen wir drauf, dass es in die richtige Richtung läuft. Es wäre auf jeden Fall großartig. Das soll zu dem Update gestern gewesen sein. Ich hoffe, ihr findet einen super PSN-Namen, der gut zu euch passt. Macht da bitte jetzt nichts mit Sweat for my Scuff oder so. Sucht euch was Schönes aus. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr einen guten Namen gefunden habt. Denkt dran, der erste Namen-Change ist umsonst. Der zweite wird dann immer 9 Dollar kosten. Finde ich aber auch in Ordnung. Ich glaube, die Serverkapazitäten würden das nicht wirklich anbieten. Es wird auch für Chaos sorgen, wenn jeder seinen Namen 10-mal am Tag ändern würde. Deshalb, Leute, ganz, ganz viel Spaß damit. Ich glaube, viele von euch haben da sehr, sehr lange drauf gewartet und es wurde auch definitiv Zeit. Ich bin raus, würde mich noch über ein Abo und ein Like freuen. Beides kostenfrei, kostet nur eine Sekunde. Würde mir helfen, dass der Kanal weiter wächst. Würde dafür sorgen, dass wir mehr Reichweite bekommen und mit unserer Meinung vielleicht bei Activision oder Treyarch irgendwann auch Gehör finden. Ich bin raus, haut rein.